Schön und erfolgreich, vor ihrer Zwangspause nach einer Dopingsperre sammelte Maria Scharapova 5 Grand-Slam-Titel und thronte zeitweise auf Platz 1 der Tenniswelt. Im April 2017 kehrte Scharapova auf die Tour zurück. Seitdem sorgt Scharapova wieder für tolle Bilder auf und abseits des Tenniscourts. Quelle: Instagram. Während die Welt auf die kalten Winterspiele von Pyeongchang schaut, bräunt sich Eugenie Bouchard für Sports Illustrated in der Sonne. Quelle: Instagram. Die junge Kanadierin bedankte sich bei dem Sportblatt auf Instagram für ein verrücktes Fotoshooting. Quelle: Instagram. Die frühere Australian Open-Finalistin Dominika Sibokova gönnt sich eine Pause am Pool. Bildquelle: Instagram. Auch wenn das Leben nicht nur schwarz oder weiß sein sollte, schön kann die Farbkombination dennoch sein. Bildquelle: Instagram. Elina Svitolina hat 2017 den Sprung in die Weltspitze geschafft. Bild: Instagram. Bis auf Rang 3 ging es im Ranking nach oben. Bild: Instagram. Mit hartem Training bereitet sich Fanny Stoller auf die anstehende Saison vor. Bildquelle: Instagram. Die Seele darf da natürlich auch mal etwas baumeln lassen. Bildquelle: Instagram. Auch die DTB-Damen dürfen natürlich nicht fehlen. Allen voran Carina Witthöft. Bildquelle: Instagram. Witthöft überzeugt natürlich nicht nur am Strand. Bildquelle: Instagram. Witthöft schuftet für den Erfolg. Bildquelle: Instagram. Die ganz großen Erfolge blieben zuletzt aus. Eugenie Bouchard sorgt dennoch für Aufsehen. Bildquelle: Instagram. Nicht zuletzt dank solcher Aufnahmen. Bildquelle: Instagram. Auf Instagram stellt die Kanadierin ihren Fans schon einmal eine Auswahl ihrer Halloween-Kostüme 2017 vor. In der Verlosung: Baywatch Badenixe. Bildquelle: Instagram. Und ein Football-Dress. Bildquelle: Instagram. Anna Kournikova schwingt den Schläger längst nicht mehr, ist aber wohl dennoch die berühmteste Tennisschönheit aller Zeiten. Neben den etablierten Spielerinnen tummeln sich auch einige Namen unter den Top-500, die erst noch die ganz großen Sieger einfahren wollen. Darunter die Brasilianerin Laura Pigossi, die Französin Chloé Peckelt oder Jana Fett aus Kroatien. 2013 belegte Sloane Stephens Platz 11 der Welt, eine Platzierung, die die US-Amerikanerin sicher bald wieder erreichen will. Bildquelle: Instagram. Ob die Russin Erika Jakimovic jemals an die Erfolge ihrer berühmten Landsfrauen anknüpfen kann, ist offen. Eine gute Figur macht das ITF-Talent auf jeden Fall. Bildquelle: Instagram. Weiteres Beispiel gefällig? Bildquelle: Instagram. Am 11. Oktober 2010 erklomm die Caroline Wozniacki Platz 1 der WTA-Rangliste. Eine Position, die Dänin seitdem über 60 Wochen bekleidete. Eine Topfigur macht die zweimalige US Open-Finalistin allerdings nicht nur auf dem Court. Bildquelle: Instagram. An Beispielen mangelt es nicht. Bildquelle: Instagram. Sechsmal nahm die Französin bisher an den French Open teil, jedes Mal schied sie in Runde 1 aus. Dennoch ist Eli Slim ein gern gesehener Gast. Oftmals an der Seite von Eli Slim L. Andrea Mitiu aus Rumänien. Bildquelle: Instagram. Oder Julia Glutschko aus Israel. Bildquelle: Instagram. Frankreichs Fed-Cup-Spielerin Amandine Hesse in verträumter Pose. Bildquelle: Instagram. Kristina Mladenovic gehört im Einzel und Doppel zur Elite. Mit Caroline Garcia holte sie 2016 den Sieg bei den French Open. An der Seite von Daniel Nestor zwei weitere Grand-Slam-Erfolge im Mixed.
Bild, Instagram, die Nummer 1 des englischen Tennissports, Johanna Konta, darf natürlich auch nicht fehlen. Seit 2002 sorgt die Bulgarin Svetlana Pirinkova für verzückte Gesichter auf der Tour. Die nächste ehemalige Nummer 1, Tennis-Beauty Anna Ivanovic, Camila Giorgi wartet noch auf den ganz großen Coup auf der Tour, ist aber dennoch ein gern gesehener Gast. Die Schweizerin ist abseits des Courts vor allem für ihre schönen Schnappschüsse bekannt. Bildquelle, Instagram, ihre größten Erfolge feierte die Russin bislang auf der ITF-Tour. Bildquelle, Instagram, auch Luxemburgs Nummer 1 Mandy Mineler weiß nicht nur auf dem Platz zu überzeugen. Bildquelle, Instagram, die Niederländerin glänzt zugegebenermaßen eher abseits des Platzes, dort aber dafür umso mehr. Bildquelle, Instagram, zugegeben, die Bulgarin sorgt vor allem mit ihren Posts für Furore. Bildquelle, Instagram, die beste Spanierin auf der Tour posiert hier bei den WTA Finals 2015. Das serbische Tennis hat nicht nur Anna Ivanovic zu bieten. Bildquelle, Instagram, tschechischer Doppelpack, die Zwillingsschwestern Karolina L. und Kristina Pliskova. Bildquelle, Instagram, die einstige Top-Spielerin hat oftmals mit Verletzungen zu kämpfen, hat so oder so jedoch viele Fans in der Tenniswelt. Top-Spielerin mit unbestrittenen Model-Qualitäten, Daniela Hantuchova. Bildquelle, Instagram, weiteres Beispiel gefällig? Bildquelle, Instagram, den perfekten Moment hat hier die Australierin Priscilla Hohn eingefangen. Die 20-Jährige gehört zu den besten 200 der Welt, Tendenz steigend. Bildquelle, Instagram, beach Girl. Julia Putintseva gehört zu den Aufsteigerinnen der Tour. Bildquelle, Instagram, WTA Newcomerin und Selfie-Expertin Paula Badosa aus Spanien. Bildquelle, Instagram, mit 19 Jahren ist Anna Konju aktuell eine der jüngsten Spielerinnen unter den Top 50 der Welt. In Wimbledon bezwang die Kroatin 2017 Sabine Lisicki. Bildquelle, Instagram, nächstes Bild, nächste Newcomerin. US-Girl Luisa Kiriko. Die Ungarin steht vor allem im Doppel vor einer großen Zukunft. Bildquelle, Instagram, die Williams-Schwestern befinden sich wohl langsam auf der Zielgeraden ihrer beeindruckenden Karriere, mit Catherine Bellis steht allerdings ein neues US-Sternchen parat, um den Erfolgen nachzueifern. Bildquelle, Instagram, Großbritanniens Heather Watson wohl größte Tennishoffnung. Heather Watson auch neben dem Platz zu den größten Hinguckern. Das russische Tennis hat massenweise Talente in der Hinterhand. Eines davon, die hübsche Natalia Wiklajenceva. Bildquelle, Instagram, die Polin Magdalinet sorgt auch als Model für Jubelstürme. Bildquelle, Instagram, Griechenland ist nicht unbedingt als Tennisland bekannt. Maria Sakkari macht sich aktuell auf, um das zu ändern. Auch das montenegrinische Tennis hat mit Danka Kovinic eine wahre Schönheit zu bieten. Bildquelle, Instagram, die junge Kanadierin debütierte 2015 auf der Tour, startet in diesem Jahr aber erstmals richtig durch. Bildquelle, Instagram, Isabella Schinikova hat auf der Tour noch keine ganz großen Erfolge vorzuweisen, schade eigentlich. Die vielleicht schönste Seite des rumänischen Tennis, Zorana Zerstea. İpek Soylu gehört zu der neuen Generation türkischer Tennisesse, die Erfolge auf der Tour feiern. Bildquelle, Instagram, die Britin Nogami Brody im Traumschiff-Style. Bildquelle, Instagram, an die Erfolge ihrer Landsfrau Dominika Sajbokova kann Rebecca Zramkova noch nicht heranreichen. Optisch befindet sich die Slowakin allerdings bereits auf Augenhöhe.
Bildquelle, Instagram, Katie Bolter schickt sich an, die Weltrangliste hinaufzustürmen. Bildquelle, Instagram, die Französin macht aktuell Rang um Rang gut und glänzt dabei auch mit ihrer Optik. Die Neuseeländerin wartet ebenfalls noch auf ihren Durchbruch. Bildquelle, Instagram, 8 ITF-Einzeltitel nennt die Italienerin im August 2017 ihr eigen. Bildquelle, Instagram,